Hallo und schön, dass du zur Daddy-Theorie eingeschaltet hast. Heute dreht sich alles um die ersten Schritte unserer kleinen Wacker. Ist dann ungefähr im Zeitraum, wann die Kleinen losgehen? Wie kann man sie dabei unterstützen? Können wir überhaupt etwas tun, damit es schneller vorangeht? Antworten auf diese Fragen bekommst du in dem Video. Zuerst mal, die ersten Schritte macht jedes Kind zu einem anderen Zeitpunkt. Mein Sohn hat seine ersten Schritte mit circa 14 Monaten gemacht und wirklich genau sagen, wann dein Kind seine ersten Schritte macht, kann ich dir leider nicht sagen. Wir haben damals unseren Kinderarzt gefragt und der Kinderarzt sagte, dass der Durchschnitt so ungefähr um den ersten Geburtstag seine ersten Schritte macht. Wichtig ist, dass du verstehst, dass die motorische Entwicklung deines Kindes nicht beschleunigt werden kann. Bevor dein Kind laufen lernen kann, müssen die Nervenenden zwischen dem Gehirn und den Füßen und Beinen erst vollständig ausgewachsen sein. Das heißt, die Muskeln müssen kräftig genug sein. Von daher kannst du den Prozess nicht beschleunigen, indem du dein Kind immer wieder auf die Beine stellst. Das überfordert nämlich nur die Muskeln. Aber wir können unseren Nachwuchs unterstützen, dass die ersten Schritte leichter fallen. Der erste Punkt wäre, schau dir die Bewegungsfreiheit an. Damit dein Kind optimale Bedingungen hat, seine Lauffähigkeiten zu entwickeln, solltest du Platz schaffen. Räum Stolperfallen wie zum Beispiel Kabel aus dem Weg und leg das Kind auf eine Krabbeldecke anstatt in die Babywippe. Zweitens, die Motivation. Beim Laufen lernen ist die Motivation besonders wichtig. Zeig deinem Baby Anerkennung für jeden Fortschritt, den es macht. Beruhig es aber im Gegenzug, falls es mal nicht klappt. Dein Lob spornt dein Kind an, es immer weiter zu probieren. Damit es seine neuen Fähigkeiten in seinem eigenen Tempo entwickeln kann, greif aber nur ein, wenn es fällt oder dabei ist, sich zu stoßen. Der dritte Punkt wäre, lass es barfuß laufen. Dein Kind kann so sehr gut laufen. Es bekommt ein Gefühl für den Boden und seinen Fuß. Falls es zu kalt ist, kannst du auf Anti-Rutschsocken zurückgreifen. Viertens, überfordere dein Kind nicht. Es sollten allen Eltern klar sein, dass dein Kind noch keinen Marathon laufen kann. Fünftens, verzichte auf einen Gehfreiwagen. Diese Wagen verursachen Haltungsschäden. Anfangs haben wir das auch nicht gewusst, bis uns der Kinderarzt darauf aufmerksam gemacht hat. Stattdessen greif lieber zu einem Lauflernwagen zurück, wie ich in diesem Video schon mal vorgestellt habe. Ich verlinke euch trotzdem nochmal unten einen guten in der Beschreibung. Sechstens, Stürze gehören dazu. Entmutige dein Kind nicht, indem du es zu ihm sagst, dass etwas zu gefährlich ist. Blaue Flecken gehören bei den ersten Schritten einfach dazu. Denk auf jeden Fall dran, wenn dein Kind etwas länger braucht, ist das noch lange kein Drama. Jedes Kind ist anders und jedes Kind braucht seine Zeit. Den Drang zum Laufen entwickeln wir Menschen von ganz alleine. Und ja, ich kann euch sagen, es stimmt das, was ihr in eurem Umfeld hört. Sobald sie anfangen zu laufen, habt ihr Augen zu sehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig zu den ersten Schritten informieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, die Dinger mag ich. Wann haben eure Kinder angefangen zu laufen? Würde mich auch noch interessieren. Bitte nutzt die Kommentarfunktion. Freut mich immer wieder, wenn ich da was lese. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.